Wir warten schon viel zu lange! Wir lernen, sollen wieder aufmachen! Ja, dafür bin ich leider nicht zuständig. Das wollen Sie jetzt zwar nicht hören von einem Politiker, das weiß ich. Aber trotzdem sind wir diesbezüglich die Hände gebunden. Ich habe zur Frau Wittermeier gesagt, warum demonstriert ihr hier vom Landratsamt? Hat gesagt, weil da halt ein Platz ist. Also es war jetzt nicht die politische Botschaft, die Landrätin anzuprangern für irgendeine Situation. Aber ihr könnt uns unterstützen! Ja, deswegen bin ich auch da. Und ich unterstütze euch und ich glaube auch, dass sich andere Personen vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung aus der Bevölkerung auch wünschen würden und vielleicht auch in einen Diskurs und in eine, ja, gesellschaftspolitische Debatte auch zu kommen über die eine oder andere Maßnahme. Wir haben viele Einschränkungen, unter der viele auch massiv, ja, leiden und einfach sagen, jetzt ist es aber auch langsam wirklich sehr, sehr schwer. Sie sind eine Berufsgruppe, die Frau Mittermeier hat gesagt, das einzige Vollhandwerk. Und sie sind heute da, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ich finde es gut und deswegen bin ich auch da und wollte meine Solidarität auch zum Ausdruck bringen. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Waldraut, vielen Dank für die Einladung und für das doch sehr einprägsame Ausdrücken der Verärgerung der Situation, in der Sie sind. Die Innung hat mir vor einiger Zeit schon mal geschrieben, dass die Situation gerade auch für euch Friseure sehr, sehr schwierig ist, aber für uns als Politiker, die doch in der Gesamtverantwortung dann ist die Situation natürlich auch nicht einfach. Es macht ja nicht wirklich Spaß, das zu tun, sondern wir haben, denke ich mal, als politisch Verantwortliche ein Beziehungspaar Vorsicht und Rücksicht in den politischen Entscheidungen des letzten Jahres. Und ich bin in meinem Wahlkreis, im Stadt- und Landkreis Regensburg, sehr viel unterwegs. Bei den Einzelhändlern, bei den Unternehmern, genauso wie in den Krankenhäusern, bei den Erziehern und in allen Bereichen, wo Corona sehr intensiv durchschlägt. Und man kann natürlich sagen, warum schließt ihr genau uns? Weil wir haben ja Hygienekonzepte, bei uns dann die... Ihr unterstützt doch nur die Großunternehmer! Ja. Also ganz so einfach ist es nicht. Großhandler kriegt Milliarden in den Arsch reingeschoben! Warum wird die ZDF zensiert? Durchgekommen sind mit umgesetzt. Der Peter Altmaier hat es, ich glaube, nicht wegen der Demonstration heute, aber heute angekündigt, oder vielleicht doch mal draußen, also heute angekündigt, dass man zumindest bei den Hilfen, die es gibt, die Monatswerte berücksichtigt, dass man an die Überbrückungshilfen bekommt. Ich kriege es genauso von den Kollegen in der Gastronomie mit und in allen und in allen anderen Bereichen auch. Die Überbrückungshilfen sind geändert worden. Dann zahlt ihr wohl jetzt, sondern wenn es zu spät ist. Dass jetzt die Monatswerte zählen, dann schreiben Sie mir bitte. Hallo, junge Dame. Sie haben gerade mit mir geredet, oder? Ja. Dann zeigt mir bitte, schildert mal den Sachverhalt. Der Bundesgesundheitsminister hat heute angekündigt, dass die Zugangsdinge für die Überbrückungshilfe geändert werden, dass es nicht mehr die Jahreswerte zählen, sondern die Monatswerte. Und wir müssen halt gemeinsam, jeder möchte arbeiten und keiner möchte, dass das Unternehmen geschlossen wird oder nicht geöffnet werden darf, in allen Bereichen. Aber wir haben eine Gesamtverantwortung für alle Menschen in unserem Land. Und ich war genauso in den Intensivstationen in Regensburg. Und das war immer, ja, man kann jetzt natürlich auch so sagen.
man kann alle Politiker irgendwo hinschicken, ist vielleicht auch ein Weg, und dann macht jemand anders Politik, weil in der Demokratie irgendjemanden braucht, der entscheidet. Welche Demokratie? Können Sie uns bessere Ratschläge geben? Aber ich bin auch unterwegs in den Intensivstationen im Uniklinikum, ich war im Krankenhaus, die Landrätin immer da, ich war im Kreiskrankenhaus in Börg und in allen anderen Situationen. Und es ist eine angespannte Situation. Und ich glaube, es ist nicht schön, wenn man einen beatmeten Patienten in der Intensivstation liegen sieht. Ich habe mir selber, ein Bild davon gemacht. Und es ist so etwas, was man sich auch mit vor Augen halten muss. Ich verstehe eure Situation. Da geht es um die Existenz. Da haben wir als Politiker.